Grüß euch, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Nachdem der BMW R18 Erlkönig-Bericht der letzten Woche großes Interesse bei euch geweckt hat, war ich positiv überrascht. Ein Video habe ich auch dazu gemacht. Kann ich euch jetzt die wahren Tatsachen nachreichen? BMW bestätigt bzw. präsentiert die neue BMW R18. Ich habe in meinem Bericht und in meinem Video über einige Dinge, oder wir haben über einige Dinge spekuliert. Es ist vieles tatsächlich so, wie wir es erwartet haben. Aber es gibt auch ein paar interessante Eigenheiten an der R18, die ich euch jetzt dann näher bringen werde, die sehr, ich sage mal, ja, gehen alle in Richtung cool. Also bleibt dran, es wird interessant. Am Anfang möchte ich gleich einmal sagen, BMW spricht davon, mit der neuen R18 steigt BMW Motorrad in das Cruiser-Segment ein. Das heißt, die R1200C wird, totgeschwiegen wäre jetzt gemein, aber sie wird einfach nicht erwähnt, wobei ich das auch in Ordnung finde. Die war halt so ein, nennen wir es interessanter Vorstoß in Richtung Cruiser-Segment, dass sie halt da jetzt nicht ganz gut reinpasst, weil die neue R18 tatsächlich extrem auf die klassische Cruiser-Linie hinzielt. Ich würde sagen, sie entspricht von der Optik her schon sehr stark der R18 Concept, die ja am Concorso d'Eleganza vorgestellt wurde und die einfach unfassbar leer ausgeschaut hat. Das heißt, das reale R18 Modell wird dieser Maschine sehr ähnlich schauen. Allerdings sagt BMW, dass die alten Modelle, vor allem diese R5 von 1936, wer sich da ein Bild von der anschauen möchte, die ja wirklich frappant, beziehungsweise die R18 erinnert frappant an diese R5 mit diesem Tropfentank, mit dem Starrrahmen, mit den weißen Zierlinien auf dem Tank und ja, es ist eigentlich alles ziemlich an diese Boxermaschine, obwohl das hat 1928 angefangen, an diese ersten Boxer-Motorräder angelehnt. Und damit sind wir auch schon bei dem, worüber wir jetzt nicht zwangsläufig spekuliert haben, weil da haben wir einiges schon gewusst. Und der Motor ist tatsächlich 1802 Kubikzentimeter groß, ein Boxermotor. Ich muss das immer wieder erwähnen. Und BMW spricht von einem Big Boxer. Also der 1802 Kubikmotor wird Big Boxer genannt. 91 PS bei 4750 Umdrehungen, das ist es auch tatsächlich geworden. Und immer über mindestens 150 Newtonmeter Drehmoment zwischen 2000 und 4000 Umdrehungen. Maximales Drehmoment 158 Newtonmeter bei 3000 Umdrehungen. Also ich sage mal, damit bewegt man sich sehr auf dem Level der Konkurrenz, nennen wir sie beim Namen Harley-Davidson, Indien, die haben auch so um die 1800 Kubik, auch in etwa diese Leistung und dieses Drehmoment. Wenn man will, vielleicht Triumph, Thunderbird, Storm, 1700 Kubik aus einem reinen Zweizylinder. Und wenn man will, vielleicht die 1400er Modelle von Moto Guzzi. Aber ja, die eigentlich auch mit anderen Motorenkonzepten als V2, obwohl der Moto Guzzi Motor ist ja auch ein V2. Aber BMW mit dem Boxermotor, mit diesem Big Boxer. Und da möchte ich den Pressetext, ich glaube ja normalerweise,
Pressetext nicht sehr viel, aber das passt einmal. Sie rückt das Wesentliche am Motorrad wieder in den Mittelpunkt, puristische, schnörkellose Technik und der Boxermotor als Epizentrum des Fahrgenusses, gepaart mit Good Vibrations. Und ja, wir können sie noch nicht fahren, aber Good Vibrations erwarte ich auf alle Fälle von diesem Murl, von diesem richtig fetten Big Boxer. Wie schon erwähnt, die Optik, das macht es halt auch aus bei so einem klassischen Cruiser, an die Urmodelle von BMW angelehnt, Starrahmen-Style, Tropfentank, offen laufende Kardanwelle, das habe ich schon bei den Erlkönig-Bildern sehr, sehr geschätzt. Über den Auspuff möchte ich kein Wort mehr verlieren, weil das ist Geschmackssache. Mir taugt er voll, es gab von euch ein paar Beschwerden darüber. Und ja, was wird jetzt kommen von der BMW A18? Eine First Edition, die einige Teile halt serienmäßig dran haben wird, die dann als Option nur mehr geordert werden könnte. Und zwar zahlreiche in Chrom ausgeführte Teile und eben am Tank diese weißen Zierstreifen und auch eine Sitzplakette und die Chromspange First Edition auf den Seitendeckeln. Mir persönlich, wenn ich jetzt bei der Optik bin, die Gabel vorne eine richtig fette 49er, also 49 mm Standrohrdurchmesser, ich meine, das ist schon leiwand, aber die sollte meiner Meinung nach so, wie soll ich es nennen, gerade verkleidet sein, so wie eben die R18 Concept, weil das erinnert ganz stark an die an diese Urgabeln, wie haben die denn geheißen, waren wir dann irgendwelche Stargabeln mit unten irgendeinem Federelement dran, aber ja, ich hoffe, dass es da Zubehörteile gibt, zu denen komme ich im Übrigen später noch, weil da sind einige offizielle Bilder dabei von dieser R18 in Orgen-Customizing-Ausstattungen, aber dazu später, jetzt auch noch zur Ergonomie, ich schätze, die wird passen, weil die Fußrasten sind so schön mittig positioniert, nicht nach vorne verlegt, sondern BMW spricht von einer Mid-Mounted Footpack-Position. Wobei ich mir aber wiederum auch denke, ja, wo soll es denn sonst sein, wenn ich da die Boxerzylinder raus habe? Kann ich ja keine vorverlegten Fußrasten montieren. Also lustig, dass BMW das als Mid-Mounted Footpack-Position bezeichnet. Geht nicht anders. Ich könnte es noch wie beim Supersportler weiter hinten machen, aber das will ja keiner. Also ich glaube, dass das eine sehr angenehme, aufrechte Sitzposition sein wird. Erkennt man eigentlich auch bei den Erlkönig-Bildern, dass da der Fahrer sehr, sehr gemütlich, glaube ich, drauf sitzt. Elektronische Helferlein wird es auf der R18 einige geben, aber da, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, interessant und cool, erstens einmal drei Fahrmodi und die werden heißen Rain, Roll und Rock. Also von der anderen Seite Rock'n'Roll und Rain. Das finde ich schon cool, dass die, also eigentlich kein Aufwand, einfach nur eine coole Benennung, aber man merkt schon, BMW hat sich da was überlegt. Also drei Fahrmodi. Wir werden ASC, die Automatic Stability Control, drinnen haben, was wiederum heißt, keine dynamische Traktionskontrolle, also keine schräglagenabhängige Geschichte. Das in gewisser Weise, sage ich mal, nicht ganz am Level des derzeit Machbaren, wird aber reichen für diesen Cruiser. Die ASC lässt sich im Übrigen auch abschalten, wobei ich mir daran gedacht habe, bitte wozu? Wozu will ich das auf einem wahrscheinlich 300 Kilo Bomber ausschalten, damit ich dann vielleicht in einer Kurve mit dem Hinterrad zum Sliden anfangen kann? Ich meine, ich bin ja nicht der Chris Pfeiffer, der sowas lustig findet, aber man wird halt schöne schwarze Striche wahrscheinlich am Asphalt ziehen können, wenn man die ASC ausschaltet. Dafür sehr modern, MSR, Motorschleppmomentregelung, serienmäßig mit dabei. Das ist diese elektronische Hilfe, die dafür sorgt, dass das Hinterrad keinen Grip verliert, wenn man hart runterschaltet, wenn man stark bremst mit dem Hinterrad, also dass da das Hinterrad nicht den Grip verliert. Apropos herunterschalten, Getriebe, klarerweise wissen wir noch nichts, also wie gut es funktioniert. Ich bin dann neugierig, ob das so ein schwergängig schaltbares Klonk-Getriebe sein wird, wie bei anderen Herstellern, oder ob BMW da auch bei diesem neuen R18-Modell darauf Wert legt, dass das sehr sanft geschaltet werden kann. Man wird sehen.
optional auch einige Helferlein zu haben. Die Hill Start Control, also dass ich eine Berganfahrhilfe, dass ich da nicht zurückrolle. Und eine Rückfahrhilfe, also es wird einen Retourgang geben. Weshalb ich, glaube ich, nicht so falsch liege, dass das Ding dann wahrscheinlich über 300 Kilo wiegen wird. Die Custom-Geschichte, und damit komme ich jetzt zu den Bildern, die ich gesehen habe von den fertigen Versionen, die mich ein bisschen schockiert, ist gemein, aber es gibt da ein Bild mit einem Ape-Hänger und die Nummerntafel auf die Seite versetzt. Okay, es ist Geschmackssache. Mir gefällt die normale R18 First Edition am besten, so diese klassische. Aber wenn man das will, wenn man diese Umbauten machen möchte, und das habe ich schon bei den Erlkönigen erwähnt und habe mich gefragt, wird die wohl, so wie die R9T-Modelle, auf Customizing ausgelegt sein? Ja, wird sie. BMW erwähnt auch extra, dass diese R18 so entwickelt wurde, dass man ganz, ganz viel Customizing vornehmen kann. Der Heckrahmen geschraubt, also lässt sich leicht abnehmen. Der Kabelbaum ist sehr easy anpassbar, das heißt, wenn ich einen Ape-Hänger draufhänge, gibt es schlau gewählte Schnittstellen, auch für die Hydraulikleitungen von Bremse und Kupplung, damit ich das verlängern kann oder verkürzen, wenn ich einen niedrigeren Lenker positionieren möchte. Das ist schon leid, dass Sie da schon daran gedacht haben. Und auch die Ventildeckel an der Seite und der Motorgehäuseldeckel vorne, der heißt im Übrigen Heldenbrust bei BMW. Ich meine, bei so einem fetten Murl, glaube ich, kann man wirklich von Heldenbrust sprechen. Die lassen sich, weil sie nicht in den Ölkreislauf integriert sind, einfach abnehmen und austauschen. Und da gibt es dann sicher eine ganze, ganze Menge an Zusatzteilen, die man sich auf seine BMW R18 drauf montieren kann. Und es wird vom Start weg einige hochwertige Partnerschaften mit coolen Firmen geben. Roland Sands Design, davon wird es einmal zwei Designkollektionen geben. Machined und Two-Tone Black. Und auch eben Zusammenarbeit Mustang Seats, also coole Ledersättel und Vance & Heinz Auspuffanlagen. Also ich sage einmal, die normale R18, zuerst wird sie eben als First Edition kommen mit diesen schönen Chromteilen und dem Tank mit der weißen Linierung. Die gefällt mir persönlich am besten. Ein paar coole technische Highlights, sage ich einmal, dann, dass diese drei Modi Rain Rock and Roll heißen, das taugt mir auch sehr. Und ja, ich hoffe, dass wir es dann halt irgendwann hoffentlich fahren können. Auch jetzt halt noch einmal Corona-Krise, bleibt's brav. Ich glaube, dass jetzt in Österreich zumindest Mundschutz vorgeschrieben ist. Ist ja eh in Ordnung, halten wir uns einfach an die Regeln, dann ist das alles hoffentlich möglichst schnell erledigt. Wann, weiß ich nicht, wisst ihr nicht, weiß wahrscheinlich noch keiner. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können, um die R18 First Edition testen zu können. Und wie das so oft bei Nachrichtensendungen gemacht wird, obwohl das sind schon Nachrichten, der Moderator wurde eingekleidet von Held Biker Fashion, John Doe und Icon. Ja, das war's eigentlich. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, andere Videos schauen. Tschüssi!